übliche Rode. Da käme doch eines Tages so ein Strubelkopf in die Stadt, der früher mal seine Kindheit hier verbracht hat. Mit einer schönen Frau an seiner Seite, die bekannt ist als Schauspielerin Billiken. Der hat seine Nasen in den Stadtfest drin gesteckt und Dobi seine Heimatliebe wieder neu entdeckt. Und als Regisseur meint er, das wird eine große Sache, hier werde ich einen Kinofilm draus machen. In Schrockens Café in der Kirchstraße hat sich nun das Filmbüro niedergelassen und hat beraten, wie Kaffee und Kuchen, wo und wie sie die ganzen Schauspieler nun suchen. Eine Aufregung braucht es mit, wie nun das Bücherer Echo veröffentlicht hat, dass Bücking hier im Film zu machen versucht. Und dafür werden nun eine Menge Leute gesucht als Schauspieler, Komparsen und welche, die das Kabel tragen. Und ich sah es auch, es ist nicht gelogen, zum Bewerben und Versprechen standen sie Schlange. Der Regisseur wurde Dobi ganz bange. 300 Bücherer kamen nur hin, um Hans-Günther Bücking und Marion Mitterhammer zu sehen. Und um ihr Talent herzubringen, sich als Statist, Schauspieler oder Techniker zu verdingen. Bestimmt hätte der Meister einen Schluck für die Konzentration gesoffen und hätte noch seine Auswahl getroffen. Die mitmachen durften und erschreiben und setzte ganz in Rage, dass sie hier mitarbeiten, ganz ohne Gage. Der Februar 2019 kam ran und es fingen die Dreharbeiten an. Zuerst auf dem jüdischen Kirchhof, dann überall in den Straßen, als Clubhaus und Schwimmbad haben sie nicht ausgelosen, wie Bestatter und in vielen anderen Geschäften haben sich alle gemüht nach besten Kräften. Je klein haben sie nicht einen einzigen Cent für ihr schauspielerisches Talent. Aber so haben es alle gemacht mit viel Spaß und Lust. Und Kinje sah mit geschwollener Brust, in Plicherode wurde ein Experiment gemacht und ich habe Dobi mitgemacht. Diesen Februar kämen die Kino-Weltpremiere in Plicherode. Das war ja in der ganzen Weltgeschichte noch nicht einmal Mode. Da wird der rote Teppich ausgerollt. Und erstmal sind aber nur geladene Gäste gewollt. Aber danach können alle Lieder aus der Gegend, ob die Sonne lacht oder ob es regnet, sich gleich machen auf die Socken, um 4 Wochen lang den Plicherode-Film zu gucken. Ach jo, so hätte unser kleines Plicherode mal für einen Moment die Stadt, die an jeder Nune kennt. Klein Hollywood wird man bei Nune für uns hier sagen. Me waren dabei, es war wunderbar.